In der heutigen Ausgabe von Scout TV sind wir bei einer Pfadiübung der Meute Condor dabei. Was uns heute beschäftigt, ist die Frage, was braucht es eigentlich, dass so eine Übung überhaupt stand kommt? Nicht verpassen! Scout TV heute um 7:15 Uhr. Die Altmühle Albisrieden. Jeden Dienstag treffen sich hier die Leiterinnen und Leiter der Pfadiabteilung Rudolf Braun für die Besprechung der nächsten Übung. Also am Dienstagabend ist einfach, ja, ist auch gehockt hier in der Mühle. Wir teilen uns dann aufteilen in die Stufen. Und jede Stufe tut dann für sich eigentlich die Übung vom letzten Samstag, also was sie am letzten Samstag erlebt haben, noch auswerten und schauen, was man besser machen könnte. Und andererseits dann auch die Übung vom nächsten Samstag planen. Aber was braucht es eigentlich, um jeden Samstag ein neues Programm auf die Beine zu stellen? An was muss man denken? Was muss man alles organisieren? Um das herauszufinden, schauen wir den Leiter der Meute Condor über die Schulter. Heute Abend planen wir vor allem die Übung für den nächsten Samstag planen. Was machen wir? Wo sind wir? Was müssen wir mitnehmen? Meistens nach einem bestimmten Thema, also wir haben ein Quartalsthema, das wir einfach das ganze Quartal lang durchführen. Das heisst, von der einen Ferie bis zur anderen. Okay, am Samstag, also am 23.01. ist das, oder? 2010? Ja. Antreten ist normal um 2 und Abtreten um 5. Genau, kommen wir an das Thema Alien. Quartalsthema, oder? Quartalsthema. Okay. Dann machen wir, dass wir das Alien finden. Also wir laufen mal los, okay, mit der Welt. Okay, wir laufen los und sehen das Alien dann, ist gut? Ja. Es hat das Problem, es kommt nicht mehr zurück in seine Heimat. Ja, auf dem Mars, oder? Ja. Okay, es ist das Rick und kann nicht mehr fliegen. So werden alle Ideen gesammelt und zu einem Übungsprogramm zusammengestellt. Nicht vergessen, einen groben Zeitplan. Im Rest viel vorbereiten. Ja, vor 2,5 Stunden vorher. Dann haben wir zusammen zu Mittagessen. Und eine Materialliste. Bindestrick können wir noch mitnehmen, das Teil können wir auch noch mitnehmen. Für die nächste Übung haben wir sehr viel vorzubereiten. Darum dürfen wir es wahrscheinlich etwa um 11:30 Uhr. Und essen dann zusammen kurz Mittag, vorbesprechen, was wir jetzt alles machen, wie das genau ablaufen soll. Dann gehen wir zum Antretenort. Das ist das mal der Zoo. Und dort werden wir jetzt selber aufbauen. Die Sachen, Verkleidung schon an den richtigen Ort legen, das Baumtelefon aufhängen. Einfach verschiedene Sachen vorbereiten, die wir nachher während der Übung keine Zeit mehr haben, um sie zu machen, weil wir uns um Kind kümmern müssen. Etwa um 1:30 Uhr werden unsere sogenannten Böhli-Männer kommen, die einfach eine Rolle übernehmen in unserem eigentlich grossen Theater über 3 Stunden. Und dann um 2, also etwa ab 1:45 Uhr, kommen Kinder. Dann nehmen wir Kinder in Empfang, reden mit ihnen. Dann um 2 fängt die Übung an und so wird dann unser Programm ablaufen, hoffentlich wie wir es geplant haben. Bis um 5 Uhr geht das dann.